Das neue Update verbessert die Suchfunktion. Niantic hat die offiziellen Notizen dazu veröffentlicht. Außerdem, es gibt eine Gratis-Box demnächst für alle. Und ich spreche nicht von dieser mysteriösen täglichen Box, die sich ab und zu mal ändert. Und bei mir flattern aktuell gesponserte Ballons rein. Was hat es damit auf sich? 0.235.0 rollt nun immer weiter aus. Und wir gehen die Änderungen durch auf Englisch von Niantic. Ich werde sie auf Deutsch so übersetzen. Man kann bei der Pokémon-Box mit dem Update dann nach Pokémon mit mehreren Wörtern im Namen suchen, indem man eines der anderen Wörter eingibt. Zum Beispiel Caputoro. Dieses Pokémon müsste dann auftauchen, wenn man nach Toro sucht. Außerdem, und ich glaube, um das geht es eher, Mega Bibor. Hat man ein Mega Bibor aktiv und in der Vergangenheit suchte man nach Bibor, ist Mega Bibor nicht aufgetaucht. Man musste nämlich nach Mega suchen und bei Mega sind ebenfalls Dutzende Meganie aufgetaucht und andere Pokémon, falls man die irgendwie so benannt hat. Und nun mit dem Update sollte es reichen, wenn man Bibor sucht, dann taucht auch Mega Bibor auf. Noch viel besser ist allerdings die Verneinung von Markierungen. Wer häufig mit Tags rumspielt, wird sich eine solche Suchfunktion schon mal gewünscht haben, nämlich irgendeine Markierung ausschließen mit Rufzeichen. Zum Beispiel, ich habe so eine Markierung immer fürs Video, Rufzeichen Video, dann tauchen alle außer die Pokémon auf. Oder aber auch Rufzeichen Raute Video. Und wenn man alle Pokémon ohne Markierung auflisten möchte, dann macht man Rufzeichen Raute. Zum Beispiel geht man seine Pokémon von heute durch, Alter 0, und alle, die man irgendwie behalten möchte oder man markiert sie unter dem Titel Bewertung, dass man die noch genauer für PvP bewerten möchte, das markiert man fein säuberlich und danach zum Verschicken tippt man ein Rufzeichen Raute, dann werden alle außer die mit der Markierung aufgelistet und die kann man dann verschicken. Bei Android kam es in der Vergangenheit dazu, wenn man gerade einen Freundescode eingetippt hat, dann zu WhatsApp, Discord oder irgendeiner anderen App wechselte, wieder zu Pokémon Go zurück, dann waren die ersten Zahlen, die man eingetippt hat, wieder weg und man musste von neu beginnen. Mit dem neuen Update soll das nicht mehr passieren und der Freundescode bleibt immer in der Textbox. Außerdem, von der Box zum Book, das Postkartenbuch. Man wird nun auch Sticker abspeichern können. Jetzt haben wir ja dann wirklich schon fast ein Stickeralbum in Pokémon Go, neben dem Postkartenalbum. Eine riesige Abteilung gibt es für die Go-Kampfliga mit Verbesserungen. Leider sind nicht die dabei, die ich erwartet hätte. Unter anderem geht es darum, wenn man auf die Ladeattacke getippt hat, wurde die manchmal nicht ausgelöst. Dann sind die Ladeattacken und Wechselbuttons manchmal einfach nicht da gewesen, waren ausgeblendet. Warum braucht man die auch? Bei dem neuen Kampflog-Feature stand häufig dran, dass man noch einen Log hochladen kann, obwohl man das schon getan hat. Doch ich lese von Leuten, die das Update schon haben, dass dieser Fehler wohl doch nicht zu 100% beseitigt wurde. Na, dann ab und zu, wer das mal hatte, ist mit der Achterbahn in Pokémon Go gefahren, hat sich der komplette Bildschirm gedreht oder die Kamera beim Ausführen von einer Ladeattacke. Da ist einem richtig schwindelig geworden. Und ab und an beim Startbildschirm in einem Kampf wurden die Avatare der Trainer nicht korrekt angezeigt. Was ich jetzt ein bisschen schade und bedenklich finde, ist folgendes. Hier die Liste der bekannten Fehler eingeblendet nochmal, wo einige mit 0.235 behoben werden, angeblich laut Niantic. Doch von denen lese ich jetzt im Update nichts, was ich sehr schade fände. Ich hoffe, Niantic hat einfach nur vergessen, das nochmal explizit in die Update-Notizen reinzupacken. Weil das sind genau die wichtigen Dinge, die die Go-Kampfliga jetzt bräuchte. Und zu guter Letzt noch eine Liste von einigen allgemeinen Fehlern, die behoben wurden. Und zwar seit geraumer Zeit, das ist mir auch ein paar Mal passiert in den vergangenen Tagen, wenn man häufiger auf den Raid-Button gedrückt hat, wo dann der Raid-Pass auftaucht, weil man dachte, keine Ahnung, hat gerade nicht funktioniert, ich habe den Button nicht erwischt, plötzlich tauchen die Raid-Pässe aber 3, 4, 5 Mal auf. Und augenscheinlich wirkt es so, als würde man jetzt 3, 4, 5 Raid-Pässe verbrauchen. War zum Glück nicht so, es wurde nur einer abgezogen. Doch einmal habe ich es komplett übertrieben und gefühlt 20 Mal getippt. Und dann war ich schon im Raid drin. Mein Mega-Bibor kämpft gerade und plötzlich ploppt noch ein Raid-Pass auf. Ich habe leider kein Video davon gemacht. Das war sehr verwirrend.
Außerdem, manchmal, wenn eine Fernrate-Einladung abgelaufen war, ist sie trotzdem nicht aus der Liste verschwunden. In manchen Regionen sind wohl News im Spiel aufgetaucht von irgendwelchen Angeboten, Items, Aktionen, die gar nicht für diese entsprechende Region verfügbar waren. Das hat Niantic behoben. Wenn man per Fanrate einer Lobby beigetreten ist oder es zumindest versucht hat und die Lobby war voll, müsste normalerweise die Meldung kommen, hey, die Lobby ist voll. Doch durch einen Fehler hat man dann manchmal eine eigene Lobby geöffnet. Das wird wohl nicht mehr vorkommen. Dann eine ganz krasse Sache, die ich definitiv nach fast 6 Jahren Pokémon Go nicht in den Update-Notizen erwartet hätte. Die visuelle Grafik, die Qualität von Pokécoins, die optische, wurde verbessert mit diesem Update. So macht Geld ausgeben für virtuelle Items noch mehr Spaß. Bin echt schon gespannt wie ein Bettlaken, wie diese Pokécoins nun aussehen werden. Dann bei der Flabébé-Familie gab es im Pokédex wohl einen Anzeigefehler und manchmal wurde aufgrund von der Zeitumstellung der tägliche Stempel von den Feldforschungen für den Feldforschungsdurchbruch nicht korrekt für den richtigen Tag gut geschrieben. Was wir uns jedoch bald auf unser Konto gut schreiben lassen können, sind ein Logmodul, ein Glücksei und einen Premium-Kampfpass, nämlich für alle. Alles, was man dafür tun muss, ist am Velursi Community Day in den Shop reinzuschauen und sich eine Gratis-Box mit diesen 3 Items abzuholen. Wie kommen wir dazu? Niantic hat gestern Abend ein Gewinnspiel auf Twitter gestartet und wir haben bereits alle Ziele erreicht. Platz 1 kann jedoch noch eine Reise für 2 Personen nach Hawaii für Kurelei gewinnen. Kurelei ist dort das regionale Pokémon und wenn man auf Twitter einen Retweet von diesem Tweet da lässt, dann kann man da eben gewinnen. Beim 2. Platz gibt es für bis zu 100 Personen dieses gezeigte Outfit in Pokémon Go. Und eben der 3. Platz für alle. Für 10.000 haben wir, glaube ich, das Logmodul freigespielt, bei 20.000 das Glücksei zusätzlich und bei 30.000 den Premium-Kampfpass zusätzlich. Wir sind jetzt schon weniger als 24 Stunden danach bei fast 100.000 Retweets. Da hat Niantic die Reichweite ein wenig unterschätzt. Und das dürfte wohl die günstigste Werbeaktion sein, die man jemals auf Social Media durchführen kann. Einfach eine Reise bezahlen und 100.000 Retweets. Also was geht denn da ab? Sehen wir uns hier nochmal das Outfit auch in groß an. Ja, bei 100.000, also wenn es denn bei 100.000 bleibt, und 100 Stück werden verlost, die Chance 1 zu 1000. Wenn dieses Video 20.000 Leute sehen und alle davon mitmachen, dann sind da vielleicht ein paar dabei, die das haben. Mathe-Stunde mit Schilling. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Bezüglich Velursi tauchen aber seit 2 Tagen, zumindest bei mir, jeden Abend gesponserte Geschenke auf. Wo nicht viel drin ist. Ich glaube, gestern waren es 2 Bubbles mit diesem Sternenstaub zu jeweils 125 oder so. Und Tränke, dann Bälle auch, also noch kein Premium-Item. Doch, da muss man in den Einstellungen gesponserte Geschenke aktivieren. Und dieses Spezielle war von Niantic höchstpersönlich, wo sie Werbung für die Community Day Meetups machen bei Velursi. Wenn ich dann auf den Button geklickt habe, auf den Link, dann bin ich auf der Website gelandet, wo diese Übersichtskarte mit sämtlichen Meetups eingeblendet war. Also wer auch 200 Sternenstaub und 2 Pokébälle haben möchte, muss in den Einstellungen die gesponserten Geschenke aktivieren und vielleicht hat man dann auch etwas Glück. Na gut, aber so viel mal zu dem neuen Update. Ich glaube, es wird Zeit für ein Update vom Suchbegriffe-Video. Auch mit ein paar kleinen Tricks und Kniffen, wie man die Markierungen nutzen kann und die neuen Ausschlussverfahren. Und ansonsten freuen wir uns über die 3 Gratis-Premium-Items. Für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.